Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf Dalbert TV. Wir stehen vorm Vanity Tower und das Ding steht heute auf dem Programm. Ich glaube nicht, dass wir das in dieser Folge komplett schaffen werden. Müssen wir mal gucken. Motorrad habe ich hier geparkt, weil hier hinten ein Außenbereich ist. Und ich denke mal, dass wir da dann nachher die Möglichkeit haben, einmal das Inventar leer zu machen. Bevor wir aber jetzt durchstarten, will ich noch den einen Skillpunkt vergeben, den wir haben. Und zwar hätte ich ganz gerne Laufen und Schießen. Damit kann ich den Bewegungsmalus um 30% reduzieren und nochmal genauer schießen, während ich mich bewege. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Hat nämlich auch den Hintergrund, ich möchte den Großteil der heutigen Geschichte hier mit der Shotgun erledigen und den Speer quasi nur als Backup-Waffe nutzen. Schauen wir mal, inwieweit das funktioniert. Ich hau mir mal einmal ein paar Vitamine rein und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Los geht's. Hier ist der Start, so wie ich das sehe. Und ich denke mal, wir werden jetzt da reinhüpfen und es wird direkt Action geben. Oh, eine Tasche muss ich auch noch sammeln. Na herrlich, los geht's. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber da habe ich zumindest die Möglichkeit, mich mal zurückzuziehen. Da ist schon mal ein Hundekörbchen. Ah ja, bezüglich des Gewehres fällt mir auch gerade noch ein. Da hatten wir ja auch, glaube ich, schon in den letzten Aufnahmen drüber gesprochen. Ich wollte ja dieses Unterhebel-Repetiergewehr kaufen. Hab aber jetzt festgestellt, dass das schlechter ist als das, was ich jetzt hier habe. Und dementsprechend macht das ja keinen Sinn. Hier ist ja gar nichts. Ist ja spannend. Ah, deswegen ist hier nichts. Ein Hazmat, 3 Stück sehe ich jetzt nur. Ja, dann testen wir mal unsere Shotgun-Skills. 4 sind's. Ihr habt aber schon geschnallt, dass ich hier bin, ja? Okay. Perfekt. Das ging besser als erwartet. Kann bis zur Decke springen, das ist auch schön. Kannst du behalten. Loot-technisch werde ich jetzt mal so ein bisschen selektieren. Die ist verschlossen, okay. Dann gehen wir hier ins Häuschen rein. Da geht nichts, da auch nicht. Die ist auch verschlossen, die ist offen. Hier ist keiner drin. Auch nichts zum Looten. Ah. Okay, radioaktive sehe ich. Die Waffe ist auch nicht schlecht, ne? Aber da klopft noch einer. Ja, also wie gesagt, ich will jetzt versuchen, so wenig wie möglich mit dem Speer zu machen. Was haben wir hier? Anfeuerwaffen, Bier, Patronen, Essen. Okay. Einen sehe ich da. Auch ein Schuss. Herrlich. So mag ich das. Okay. Die ist auch offen. Gehen wir erstmal hier rein. So, fangen wir schon mal mit Aufräumen an. Das kann ich zerlegen. Das kann ich auch zerlegen. Ach, das Döschen hier ein Rezept. Ja, hat es. Werte sind noch tippitoppi. Dann weiter im Text. Da ist noch ein Werkzeugwagen. Nehmen wir auch mit. Hallihallo. Das sind einige. Okay, die macht ordentlich Bums, die Waffe. Auch auf Entfernung. Finde ich cool. Mal sehen, ob die 300 Patronen, die ich mitgenommen habe, ausreichen.
oder ob ich dann am Ende des POIs dastehe. Aber ich habe sonst noch welche im Motorrad, also kann da noch für Nachschub sorgen, wenn es sein muss. Bisschen Cash nehmen wir mit. Bücken. Ist hier keiner drin? Ist tatsächlich keiner drin. Ohne Glastür. Das wird sicherlich sehr helfen, wenn da gleich eine Horde angerannt kommt. Rüstung nehmen wir. Nehmen wir auch. Habe ich hier eine Möglichkeit? Ja, ich müsste ja mit dem Buskel darauf kommen, ne? Ja, perfekt. Wenn es dann doch zu brenzlig wird, Fahrstuhlschacht ist offen. Hier brennt's. Okay, gucken wir erstmal hier. Oh, die geht nicht zu. Hallihallo. Ach, die sind miteinander verbunden. Ach, guck mal. Ist das hier nachher quasi so ein Schnellfluchtweg? Ja. Versuch das jetzt erstmal so natürlich wie möglich durchzumachen. Sollten wir an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen, dann werde ich auch in Erwägung ziehen, ein wenig zu schummeln, wenn man das so nennen will. Mich irgendwo durchzubauen. Okay, damit kann ich... Oh, da habe ich irgendjemanden freigelassen. Ja, und was sehe ich dann hier? Ah, ein bisschen Loot. Aber das war es dann auch. Ah, okay, das ist, glaube ich, der Gang, in dem ich eben war, ne, bevor ich zu den Waschmaschinen gekommen bin. Ja, perfekt. Okay, dann geht's mal hier oben weiter. Erste Etage, die ist zu. Hier geht's los. Das Loot lässt ja schon wieder zu wünschen übrig. Obwohl, ich den glücklichen Sammler habe ich doch hochgeskillt, oder? Wo war der denn nochmal drin? Nee, der war, glaube ich, hier. Oh, der ist auf Max. Hm. Keine Ahnung, warum das so miserabel ist. Oh, großer Raum. Lootkiste. Da oben ist alles voll. Ha! So langsam fange ich an, den Parcours gelieben zu lernen. Okay, also von hier oben mit der Shotgun zu schießen, ist nicht so das Geilste. Ist zu weit weg. Nehmen wir die. Oben sind noch welche. Schön, dass die jetzt immer so einen Bewegungsmalus haben, wenn die runterspringen. Ist immer genug Zeit, die abzuknallen. Der sieht auch ein bisschen hingerichtet aus. Oh. Das ist mittlerweile sehr detailliert alles, muss ich sagen. Was hat die Pop-and-Pilz-Kiste für uns? Auch nichts, was wir wirklich gebrauchen können. Ja, die Lederstühle lasse ich mal stehen, die brauche ich nicht mehr. Hier haben wir eine Wendeltreppe nach oben. Ah, okay, jetzt komme ich dahin, wo die Jungs eben alle waren. Aber wir gucken erstmal hier unten weiter. Hier gibt es bestimmt noch was zu holen. Zum Beispiel Kaffee. Und Bücher. Schrotflinten, Reparaturwerkzeuge nehme ich mit. So,
ein bisschen was aussortieren kann nicht schaden und die können auch nicht schaden. Okay, das war die Platte, auf der ich stand. Die ist zu. Mal die Ecke hier fertig. Noch mal auf der anderen Seite, da hatte ich auch noch eine Tür gesehen. Das altbekannte Klo. Mit dem altbekannten dreckigen Wasser. Vitamine habe ich noch. Haben wir hier eine Art Serverraum. Noch ein Serverraum. Jetzt können wir mal gucken, was die Dinger geben. Oh. Okay. Was haben wir denn hier? Fahrzeuge verbrauchen weniger Brennstoff. Das Ding würde ich direkt versuchen zu bauen. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wie das Ding heißt. Mods. So ein Ding für Mods haben wir hier gar nicht, ne? Ja, muss ich gleich nochmal anderweitig gucken. Okay, damit sind wir hier durch. Jetzt die Frage, komme ich da auch mit Parcours irgendwie drauf? So mal so als kleine Bonusherausforderung. Dafür muss ich ja jetzt keine Munition verblasen. Oh. Vielleicht doch. Keine Lust gehabt, jetzt wieder hinten rumzurennen. So, zweimal Schrotflinte. Nehmen wir. Bisschen aussortieren. Und da fällt mir jetzt an der Stelle auch nochmal ein. Ich hatte die Tage noch einen Kommentar bekommen. Bezüglich dessen, dass ich hier immer so durchhetze, in Anführungszeichen. Und dass ich mich dann irgendwo durchbauen muss, anstatt irgendwo die normalen Wege zu benutzen. Ja, also vom Grundsatz her, hetzen würde ich das persönlich jetzt nicht unbedingt nennen. Das habe ich eine Zeit lang wirklich gemacht. Mittlerweile bin ich aber schon der Meinung, dass ich da eine ganze Ecke ruhiger geworden bin. Die ist draußen, da können wir eh nichts mit anfangen. Und das andere ist ja... Oha. Ich glaube, die ist echt draußen, oder? Scheint so. Okay, dann werden sich da wahrscheinlich von draußen nachher noch welche ihren Weg reinschlagen. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Genau, aber zurück zum Thema. Genau, also es ist jetzt nicht so, dass ich hier durchhetze. Zumindest versuche ich das zu vermeiden, so gut wie ich es kann. Ich bin generell so ein Mensch, der nicht gerne... oh, ich glaube, wir haben den Außenbereich gefunden. Einmal kurz gucken, da vorne steht sie. Ja, warte mal. Vielleicht, wenn wir jetzt eh in den Außenbereich gehen. Oh, das hat nicht geklappt. So wie ich mir das vorgestellt habe. Hupf, hupf. Sieh zu. Okay, ich komme da nicht drauf. Kümmern wir uns erstmal um den ollen Geier. Und den Hund. Ein Geier. Oh oh. Also die 30% Nachlademalus machen sich auch ordentlich bemerkbar. Irgendwo habe ich noch einen vergessen. Hier ist er. Genau. Perfekt. Ja, und ich versuche halt auch nach wie vor noch einen Mittelweg zu finden, weil ich möchte nicht von den... Oh Mist, da hätte ich jetzt nicht reinrennen sollen. Ich möchte halt nicht hier einfach nur eine halbe Stunde spielen, euch zugucken lassen und fertig. Ich will halt schon in irgendeiner Form auch ein besonderes Erlebnis irgendwo liefern.
Und dementsprechend habt ihr vielleicht schon gemerkt, am Schnitt die letzte Zeit, der hat sich ja auch ein bisschen verändert. Und mit Musik und ein Schnipp und Schnapp. Und ja, ich will da halt schon versuchen, ein gewisses Erlebnis auch irgendwo mit reinzubringen für den Zuschauer. Hinter dem Hintergrund auch, dass ich das Ganze ja auch auf Twitch livestreame, die Let's Plays, die ich hier aufnehme. Und wer da wirklich Lust hat, sich das Ganze vollumfänglich anzugucken oder vielleicht sogar mitzuwirken bei der ganzen Geschichte, ist da natürlich auch immer sehr herzlich eingeladen, auf Twitch dem Ganzen beizuwohnen. Aber für die Aufnahmen an sich versuche ich das schon immer so viel Content wie möglich in diese 20 bis 30 Minuten reinzukriegen, die ich mir da als Zeitfenster vorgenommen habe. So, jetzt aber genug mit dem Gequatsche. So wie sich das hier anhört, muss ich mich echt mal anfangen zu konzentrieren. Hier vorne hatte ich das Motorrad geparkt, ne? Ja, genau, sehr gut. So, dann gucken wir jetzt erstmal, wo diese Kreischer sind. Treffen musste. Er steht doch mal auf. Wow. Oh. Jetzt ist die Tür offen. Warte nochmal nach. Boah. Da fällt er einfach durch. Aber die Jungs hier auch. Ich verblase hier aber meine Munition. Ich glaube, jetzt haben wir sie aber überwiegend. Hier sind noch welche. So, jetzt müssen wir da wieder hoch. Einmal zum Motorrad, alles aus- und umladen. Oh, jetzt wird es auch noch dunkel, ne? Noch nicht mal in Ruhe ausgeladen. Da unten kommt schon der nächste angerannt. Mal komme ich hier so wieder rauf. Jupp. Perfekt. Also, hier sind wir stehen geblieben. Hier drin hatte ich schon geklärt. Die Türen waren, glaube ich, alle zu. Wir gucken nochmal eben. Jetzt habe ich da hinten irgendwo was geweckt. Ne, die sind alle zu. Da sind wir reingekommen. Dann geht's hier hinten also weiter. Perfekt. Da ist doch garantiert was drin. Nachladen wäre auch nochmal eine gute Idee. Ist das ein Zombie da hinten? Nee. Rüstungsteile. Ja, also kurzum, um das Thema von eben nochmal abzuschließen. Ja, also wer wirklich Lust hat, sich die Langversion hiervon reinzuziehen. Ich weiß, da gibt es einige. Ich persönlich bin auch übrigens so einer, der das gerne macht. So die Langversion sich angucken. Aber ich muss halt auch dazu sagen, es läuft dann halt einfach so nebenbei. Ne? Man macht dann ja noch andere Sachen. So ist es zumindest bei mir. Und ja, dementsprechend, da ist aktuell die Möglichkeit, dem Ganzen eben auf Twitch beizuwohnen. Oder alternativ, was in Zukunft noch kommen wird, dass ich die ganzen kompletten Full-Livestreams uncut, werde ich nochmal auf einem separaten Kanal hochladen. Da fehlen mir aber noch so zwei, drei technische Dinge, die ich noch in Erwägung ziehen muss. So, vielen Dank für den Hinweis mit dem Erste-Hilfe-Kasten. Gerade aus dem Chat bekommen. Ich war nämlich schon wieder halb tot und habe es nicht gemerkt in meiner Quasselei hier. So, die sind alle zu. Hier geht es auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen, so wie es aussieht, definitiv da rein. Geld habe ich jetzt nicht mitgenommen, ne? Ist auch zu. Ob es hier irgendwas Brauchbares gibt. Aber der geht gar nicht auf hier. Na gut, dann weiter im Text.
bin so ein Idiot, ne? Ich bin so ein Idiot. Kann ich da irgendwo drauf hüpfen? Wahrscheinlich nicht. Okay, also ich muss sagen, der Parkour-Skill gefällt mir von Moment zu Moment besser. Da kann man einiges mit reißen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier gewisse Ebenen auch einfach überspringen könnte, wenn man das wollte. Hier zum Beispiel könnte ich wahrscheinlich ohne Probleme einfach da auf Ebene 4 drauf hüpfen. Ja, wenn ich es ein bisschen geschickter anstellen würde, wird das wahrscheinlich gehen. Hallihallo. Hier ist auch keiner. Also den Parkour-Skill mittlerweile kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Da hinten habe ich einen gesehen, hinterm Sofa. Ich zwar den Kopf nicht. Aber so geht's auch. Tür ist schon kaputt. Was haben wir hier? Reparaturwerkzeuge. Das können wir zerlegen. Rest nehmen wir mit. Ein paar Bücher. Fertigung von Rüstung. Sehr schön. Mehr ist hier nicht zu holen. Okay, man kann also von hier quasi die ganze Etage bearbeiten. Machen wir das doch. Robotik, Schrotflinten, Knife Guy, Schlagringe, Nahrung, Handwerksfähigkeiten und Sprengstoff. Oh, Bücher gibt es eine Menge. Boah, jetzt habe ich mich erschreckt. War ja nur ein Brett. Und Wasser. Nee, Klopapier ist auch okay. Hallo, Kuckuck, umdrehen. Irgendwo da prügelt sich schon wieder irgendjemand seinen Weg hier rein. Verbrauche keine Ausdauer, wenn du im Schleichen sprintest? Das finde ich cool. Nicht, dass ich oft schleichen würde, aber wir nehmen es mal mit. Handwerksfertigkeiten. Machen wir einmal hier ums Eck. Okay, ich will erstmal weiter hier draußen nochmal rumlaufen. Na ja gut, hier geht es eh nicht weiter. Und in die andere Richtung konnten wir, glaube ich, noch hier lang. Genau. Na. Wieder ordentlich aufs Dach gekriegt. Ich war mir jetzt sowas von überzeugt, dass der tot war. Aber gut. Wir könnten mal neue Vitamine nehmen. Schürfwunde und so weiter. Das läuft noch. Udi. Weiter geht's. Also hier draußen den Muskel zu benutzen, ist auch nicht ganz ohne. Ich sehe mich da noch vom Balkon fallen demnächst. Okay. Gucken wir mal hier durch. Ali hopp. Und Ali hopp. Das kannst du behalten. Mal kurz zu die Tür. Hätte ich auch drauf kommen können. Da oben steht ein Terrarium. So, hier sind wir schon wieder fertig. Warte mal. Nee, das ist noch ein anderer Weg. Nee, wir gehen nochmal raus. Da war nämlich noch eine Tür. Dass wir den Balkon erstmal fertig haben und dann gehe ich Stück für Stück in den Innenbereich durch.
Hey, da ist immer nichts hinter, ne? Das sieht immer nur so aus, als wären das diese Attrappen. Der mag wohl Mais, der hier gewohnt hat. Und noch mehr Mais. Okay. So, dann gehen wir jetzt hier mal durch die Türen. Keiner da. So, Handwerksfertigkeiten und Rüstung. Und nochmal Schrot finden. Nehmen wir mit. Stahlbeinschienen, aber nur Stufe 1. Lohnt sich das, die zu reparieren? Ich nehme sie erstmal mit. Ach, kriege ich nichts für. Okay, dann würde ich sagen, nutzen wir die Chance und machen hier jetzt erstmal Schluss für heute. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen, für die Abos, die Likes und die Kommentare. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss.